Kennst du das? Du bist unterwegs mit deinem 100-Euro-Laptop und denkst dir, jetzt mal eine anständige Runde Fortnite mit 100 FPS wäre schon geil. Kennst du nicht? Gut, ich auch nicht. Ich zeig dir trotzdem, wie es funktioniert. Alles, was ihr dazu braucht, ist eine anständige Internetverbindung, mindestens eine 10K-Leitung. 50K ist empfohlen, noch höher wäre natürlich am allerbesten. Und GeForce Now, das kleine Ding hier, gut, das ist jetzt nur die Echse, aber ihr wisst, was ich meine. Dafür müsst ihr eben dem Link in der Beschreibung folgen. Da könnt ihr euch dann zur Beta anmelden. Bei mir hat es ein paar Monate gedauert, bis ich Zugriff bekommen habe. Ihr könnt auch einfach hier GeForce Now in die Suchleiste eingeben und dann kommt ihr schon auf die Website. Das Ganze wird dann später, wenn es final ist, hundertprozentig etwas kosten, da bin ich mir ziemlich sicher. Wie viel das kosten wird, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es dazu schon Infos. Wahrscheinlich kostet das Ganze dann monatlich. Und ja, was ihr dadurch macht, ist sozusagen ein Spiel, das auf einem anderen Rechner irgendwo in der Welt gespielt wird. Wahrscheinlich irgendwo in Deutschland, denke ich mal. Keine Ahnung. Beziehungsweise abgespielt wird, könnt ihr steuern und ihr seht das Bild. Und das Ganze wird eben übers Internet übertragen. Ich denke mal, relativ einleuchtend. Heißt GeForce Now und ihr könnt natürlich nicht nur Fortnite spielen, ihr könnt hier einiges an Spielen spielen. Nicht nur Multiplayer-Games, sondern auch Singleplayer-Games, Story-Games, die ich wahrscheinlich oder die ich meiner Meinung nach für sinnvoller halte für GeForce Now, weil die Latenz doch schon spürbar da ist. Und ich dachte mir, ich zeige euch das Ganze einfach mal an Fortnite, weil Fortnite gerade so im Hype ist und für die Klicks. Und deswegen spielen wir jetzt mal Fortnite. So, wenn ihr dann Fortnite startet, kommt ihr in den Epic Games Launcher, da müsst ihr euch dann anmelden. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Und hier merkt man schon, dass das hier schon vom Rechner gestreamt wird, denn man merkt die Latenz in der Maus, wenn man sie bewegt, aber nur wirklich ziemlich gering. Dann müsst ihr einfach nur auf Launch drücken, das Ganze ist auf Englisch gestellt. Ich denke mal, wenn die Beta final ist, beziehungsweise GeForce Now final ist, oder vielleicht kann man es jetzt schon auf Deutsch stellen, ist mir aber relativ egal. Wobei, ich denke mal, hier kann man bestimmt im Launcher irgendwo was auf Deutsch stellen. Ja, hier geht's doch. Perfekt. Okay. Ja, und das Ganze dauert relativ lang, bis es lädt. Für meine Verhältnisse. Ich habe mein Spiel auf einer SSD installiert. Ich denke mal, das Ganze hier, ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht auf einer SSD installiert sein wird, weil das Ganze dann um einiges teurer ist, als es auf einer HDD zu installieren. Aber die Ladezeiten sind jetzt nicht unbedingt so kritisch, würde ich sagen, dass das jetzt ein negativer Punkt ist. Deswegen ja, warten wir eben, bis Fortnite dann endlich mal gestartet ist. So, da sind wir auch schon im Spiel. Das Ganze hat meine Einstellung übernommen, auch meine Grafikeinstellungen, die relativ gering sind. Deswegen sehen wir hier oben rechts auch schon 200, 300 FPS um den Dreh. Soweit ich weiß, spielen wir das Ganze auf einer 1080. Also schon eine der besten Grafikkarten momentan mit Abstand. Das heißt, da kriegt ihr ordentlich Leistung geboten. Logischerweise wird auf Nvidia-Grafikkarten gespielt, da das Ganze von Nvidia ist. Aber ich denke mal, da brauche ich das Ganze nicht nochmal zu erwähnen. So, ich zeige euch gleich mal meinen Task Manager. Wir sind übrigens im Playground-Modus, damit uns hier keiner stört. Ich zeige euch gleich meinen Task Manager und die Auslastung meiner Hardware. Das Spiel ist gestartet, aber die GPU ist zu 11% belastet, die CPU zu 16%. Wir schauen uns eben kurz an. Nvidia GeForce Now hier nimmt kaum irgendwelche Leistungen ein. Nimmt kaum irgendwelche Ressourcen ein, meine ich. Oder wie auch immer man es nennen soll. Man merkt deutlich, meiner Meinung nach, ich bin 145 FPS und Hertz gewohnt. Man merkt die Latenz doch schon deutlich. Liegt eventuell daran, dass mein Internet momentan nicht so geil ist. Aber man spürt, dass das Ganze nicht direkt auf dem PC gespielt wird, dass der Gaming-PC nicht direkt bei einem daheim steht. Aber ich finde es echt nicht schlecht. Also, ich meine, man kann damit definitiv spielen. Man kann jetzt vielleicht nicht so kompetitiv spielen, wie man es daheim gewohnt ist. Aber wie gesagt, wenn man das Ganze dann, wenn man dann Story-Games spielt, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, dann sieht das Ganze wieder um einiges anders aus. Beziehungsweise um einiges besser oder unkomplizierter, denn wer muss denn schon, also so eine Latenz stört bei Story Games jetzt nicht so sehr wie bei solchen Games hier. Deswegen würde ich sagen, ist es auf jeden Fall ziemlich nice. Mich interessiert halt eben, wie viel das Ganze dann kosten wird, wenn dann die Beta zu Ende ist. Aber ich habe euch gezeigt, wie man sich zur Beta anmelden kann. Macht das gerne, um es einfach selbst mal auszuprobieren. Ich probiere das jetzt auf meinem guten Rechner aus. Ich habe leider keinen Laptop, auf dem ich auch aufnehmen kann. Aber es ist dafür konzipiert, auf schlechteren Geräten zu laufen. Es läuft auch auf Mac-Geräten, wenn ihr euch dann für die Beta anmeldet.
Wird euch das Ganze noch zur Auswahl gestellt, soweit ich noch weiß. Beziehungsweise ihr könnt es für Mac oder Windows runterladen. Ja, ich denke mal, mehr kann ich euch dazu jetzt auch nicht zeigen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn doch, stellt mir gerne Fragen. Ich finde es auf jeden Fall eine sehr coole Idee. Also ich frage mich nur, ob das Ganze dann auch, sich dann auch lohnt zu bezahlen. Monatlich dann wahrscheinlich. Habe auch schon gelesen, dass manche Leute meinen, ja, das ist die Zukunft des Gamings. Kommt drauf an, wie sich das Internet so entwickelt, beziehungsweise woran jetzt auch immer genau diese Latenz liegt, an der Verbindung eben, logisch, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ihr seht gerade, die Qualität hat sich gerade runtergestellt und jetzt hat es wieder hochgestellt, liegt eben an meinem Internet, würde ich sagen, was aber eigentlich relativ stabil ist. Der Ping ist auch vollkommen in Ordnung, 20er Ping, ich glaube sogar besser als bei mir normalerweise, kein Paketverlust, das heißt, das Internet dort, das die haben, ist ordentlich und ja. Ich will nicht mehr länger irgendwie mich wiederholen und den heißen Brei reden. Probiert es selbst aus. Ihr werdet ein paar Monate brauchen, bis ihr zur Beta zugelassen werdet. Denke ich mal, so war es jedenfalls bei mir und bei allen anderen wohl, von denen ich gehört hatte, die nicht direkt eingeladen wurden. Und ja, mir gefällt es. Ich werde es nicht nutzen, aber ihr vielleicht. Und ich hoffe, das Video war informativ, hat Spaß gemacht. Und probiert es aus. Link ist in der Beschreibung und dann sehen wir uns im nächsten Video oder Livestream. Bis dann. Ciao. Yeah.